Dreieck spielt hier so. So imaginäres, digitales Tischtennis. Was mache ich? Alter. Kennst du das Spiel? Ja, kenn ich. Okay, also jetzt konzentrieren wir uns mal. Also ich sitze am Heli-Pilot, den jetzt hier am Schlüssel. Und der andere sitzt halt nur oben. Das ist Langeweile. Der andere sitzt nur das Langeweile oben. Ich glaube, da schießt schon mal die Häuser kaputt. Das Problem daran ist, dass ich schießt der die Häuser Pilot kaputt. Und einer besseren Schütze. Das ist jetzt ziemlich doof gelaufen, dass uns das random andersrum reingedödelt hat, wie wir das eigentlich wollten. Ja. Aber wir machen das Beste draus und natürlich werden wir hier auf schwierig trotzdem gewinnen, weil wir sind ja Battlefield Veterane, groß, wie auch immer man es nennen will. Also ich zock Battlefield schon seit 1992. Ich also schon den vorher. Den Loser habe ich ausgeschaltet. Okay, den hast du. Den habe ich ausgeschaltet. Dann bleibt das ja schon mal gegen dich oder dein Bruder. Jetzt bist du auf dem scheiß Feld. Die Tankstelle geht auch auf mein Konto. Ja toll, also ich hab's nicht drauf. Ich töte jetzt bei dir auf dem Feld. Ja. Hallo, guck mal. Ich kann mich an den Abi abschließen, wenn ich das drauf habe. Was kommt denn dort? Hier kommen die Leute raus. Den Turm muss man dann auch noch einschießen. Sind die alle da? Jo. Jo, wir machen. Hier haben wir eine schöne Außenansicht. Ich schieße. Oh, das sieht so geil aus. Kriegst du den hier unten, oder? Hast du die? Hab ihn. Okay, dann holen wir uns jetzt den Scheiß Turm. Leben noch einer. Nein. So, ich hab Explode gesprengt wegen dem. Aber ich hab den Turm getroffen. Okay, die APGs sind down. Okay, ich achte, dann ist da hier unten an den Mauern wieder dran. Ja, die kommen da schon drauf, Ja. Okay, dann wir ziehen das mal weiter. Hier ist noch ein schönes Auto raus rein, wenn das überhaupt eins sein soll. Nein, das war meine Tankstelle. Nee, ich meinte, das ist doch nicht mehr. Da wo der Typ oben drauf auf dem Dach steht und sich noch freut, dass er noch am Leben ist. Genau, davor waren halt drei Autos. Okay, dann musst du da mal die hier an den Mauern. Also ich flieg jetzt so, dass du direkt einfach auf die Mauer schießen kannst. Ja. Los. Hast du die alle? Einer lebt noch. Ich will mal den da drüben vor der Tankstelle, wenn ich den mal treffen würde. Wie meine Raketen nochmal die Hütte drüber fliegen. Hab ihn. Ich hab den Typen, der da hinten im Haus hat, am Fenster. Okay, ihr habt da euch wohl immer geschossen. Ne, doch. Nee, okay, hast du die Raketen? Nee, ich hau links drauf. Schieß du mit Raketen drauf. Raketen kommen. Warm, sauber. Lenkrakete lädt nach. Warte. So, schieß. Rakete ist draußen. Okay, komm, ist er da. Ich hab ihn nämlich nicht gesehen. Jetzt kommen die Leute aus den Häusern, das sind über die Felder. Ne, die kommen jetzt erstmal hier raus. Aber da drüben auch schon. Jetzt kommt er auch. Der andere lebt noch. Dann geht es alle dran vorbei. Ja, ich hab ihn. Die zwei da unten hab ich auch. Sie hoch! Warum? Ja, ja, ich hab ihn gesehen. Ja, die hab ich mal geholt mit der Explosion. Eine schreit Feuerunterstützung, da sind schreit vor, das ist natürlich voll. Ich seh gerade mal die.
hol dir das Flakgeschütz. Zuerst die Flugabwehr. Rakete kommt. Wie ist die Leute bei mir hat sie noch nicht angezeigt, zum Glück hast du die jetzt da umgeklickt. Den hab ich da umgeklickt. Wenn ich auf das Haus erschieße, sehe ich mal schon Schluss auf. Gehört? Ja, aber. Weil da kommt nur noch aufmäßig Spasten raus. Ja, ja, ich hab ja schon nichts gedrückt für den Feuerlöscher. Mal sich durch. Flieg mal da. Nee, wenn die Vogel gibt's genau. Ich weiß. So, ja, brauch es weg. Ich drück die ganze Zeit. Gerade nichts. So. Ich mach mal hier einen Rundflug im Cockpit. Weil gibt da nichts zu tun. Guck mal, sieht man. Das ist geil, da sind drei Raketen und da sind noch eine. Wo drauf schießt denn? Wir brauchen keinen Feuerschutz. Nein, das sind die. Und angefragt. Okay, da hinten ist ihre Flugabwehr. Tada! Hat sich schon mal angefleckt. Keine Rakete, irgendwie lade. Ach nee, es macht uns gerade aus. Okay, ist er noch. So, kommt jetzt nicht noch so ein Schiff oder so. Ah, der fährt irgendwo in der Gegend rum. Scheiß auf den, den da drüben habe ich schon getötet. Den hier? Da unten. Ja, ich will jetzt gar nicht mehr Raketen haben, das tut mir so. Medivac Bomb. Und die kommen jetzt aus der Hütte raus, geh ich. Warte, ich geh noch bestimmt. Die spawnen da hinterm Baum, Alter, was ist da los? Einfach schön durch. Die sind da gerade hinterm Baum gespawnt, ich hab's gesehen. Ja, ich hab's auch gesehen. Die sind immer Felsen gespawnt. Will hier verstecken oder was? Dort auf der Straße hat sie gelegt. Felsen. Einer lebt noch! Ja, das ist geschehen. Ich wollte das mal gut machen lassen. Bam! Schieb's da. Flakgeschütz, ich darf uns treffen. Schieß! Leck! Leck! Boah! Wie hoch? Ja, ja, wie gesagt, leck. Ich bin tot. Bist du überhaupt schießen? Nee, ich lass gleich durchlaufen, weil ich hab dann keine Lust, heute bei drei Schuss dann im Arsch zu sein. Los, du Größer. Er ist schon tot. Ist auch mein Ja. Muss auf die Tanks zielen. Ja, tut mir leid, hab ich nicht gesehen. Ah, den hier. Da können wir landen, jetzt mal direkt neben dir. Da war noch ein Tank. Hör mal auf. Ich will die Einheiten mit aufnehmen. Die dir dort einsteigen. Die steigen auf der anderen Seite ein, das ist Mongos. Guck, da ist die Geisel. Guck, seht ihr das da ist. Die Geisel hat eine Knarre. Guck, das hat sich auch immer bekannt vor. Die sieht so genauso aus.
Der ist wahrscheinlich derselbe Typ, den man immer im Führer schaffen muss. Also wie bei Mario ja die Prinzessin. Oh, und vorbei. 10 Minuten. So, das war die zweite Mission, Feuer vom Himmel. Ich weiß nicht, wie es auf Englisch heißt, ist mir auch egal. Im Battlefield 3 Koop, in unserem Let's Play Together, Battlefield 3 Koop, ich wiederhole nicht. Und auf jeden Fall, ja, Mission erfüllt, was will man mehr? Wir sehen uns wieder, wenn ihr wollt, in der nächsten Folge. Cheerio.